ein schönes Märchen, wie es nur ein Poet erzählen kann. In jedem Märchen, da gibt's ein Pärchen, so hört es auf und so fängt's immer an. In meinen Träumereien sollst du Prinzessin sein. Die Prinzessin von St. Wolfgang. Eine bezaubernde Liebesgeschichte mit der reizvollen Marianne Holt in der Titelrolle. Mit Gerhard Riedmann als charmantem Draufgänger, mit dem saftigen Joe Stöckel in einer neuen Prachtrolle und Annie Rosar als humorvoller Großherzogin. Mit Thomas Rainer, dem drolligen kleinen Michael Ande und Walter Gross als rasendem Reporter. Eine Prinzessin und ein einfacher Autoschlosser. Ja. Mann, das ist eine Wolke. Das ist keine Wolke, das ist ein Techtelmechtel. Ja, wie ist denn sowas möglich? Ja, da sieht man wieder, was sich die lieben Leute immer gleich alles zusammenreimen. Schon der geringste Anlass genügt ihnen. Unser Prinzgemahl, ho! Aufhören damit, sagt! Ich fahre nur unter einer Bedingung. Wenn du mit mir kommst, als meine Frau. Ich liebe dich über alles. Aber ich kann nicht deine Frau werden. Ich darf nicht. Man sagt, dass Liebe über alle Gegner siegen kann. Aber sind die Hindernisse nicht manchmal unüberwindlich? Auch heute noch hört man von solchen Konflikten, die das Mitgefühl ganzer Völker begleitet. Georg Alexander hat mir telegrafiert. Er freut sich riesig auf dich und wird noch heute Nachmittag mit seiner Yacht in Cannes einlaufen. Ja? Eine Prinzessin kämpft um ihr Glück. St. Wolfgang, Cannes und die Riviera sind der Rahmen dafür. Ein Geschehen von echter Volkstümlichkeit. Herzlich, schwungvoll und mit köstlichem Humor gewürzt. Ein Mann in Mann wie du braucht eine Frau wie mich. Das aus dem Wenn ich einatme, liest du mir da quer vor der Brust. What? Sie halbstarker, du. Was sagst du zu mir, du rachitischer Sandfloh? Im Süden liegt ein Hafen, im Hafen liegt ein Schiff. Und auf dem Schiff, da wartet einer nur auf deinen Pfiff. Ich bin zu allem fähig. Aber wer nicht hören will, der muss fühlen. Ja, das muss doch verhindert werden. Das gibt doch ein Unglück. Ich bin eingeklemmt. Hilfe! Schnell! Hilfe! Jetzt! Ja. Im vorigen Jahr entzückte sie die Fischerin vom Bodensee. Dieselben Darsteller und derselbe Regisseur bringen Ihnen nun wieder einen Film bester Unterhaltung, der Sie begeistern wird. In jedem Märchen, da gibt's ein Pärchen, so hört es auf und... Die Prinzessin von St. Wolfgang wartet auf ihren Besuch.